Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Channel News. Ja, ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe euch heute einige coole Ideen zu berichten, die, glaube ich, für die Zukunft ziemlich nice sein sollten. Bevor wir das aber tun, werfen wir erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit, wie es Channel News typisch ist. Aber ich glaube, das Channel News Format könnte in Zukunft ein ziemliches Highlight werden. Und das, obwohl ich ja noch letzte Woche gesagt habe, dass es aktuell so ein bisschen mein Sorgenkind ist. Aber es sind einige coole Ideen und Inspirationen zusammengekommen. Werfen wir aber erstmal einen Blick auf die letzte Woche und die ist wieder super cool geworden. Ich bin sau zufrieden mit den Videos und Streams, die wir hatten. Wir waren tatsächlich nur einmal auf Twitch live. Möchte ich eigentlich eher zweimal haben, aber ist in Ordnung. Twitch ist ja nur eine Ausweichplattform, beziehungsweise einfach nur so eine Art Spaßplattform. Trotzdem will ich da wenigstens eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Schaue ich, dass ich das eventuell diese Woche wieder hinbekomme. Aber wie gesagt, mein Hauptfokus liegt ja wirklich auf meinem YouTube-Kanal hier. Und wir haben auf Twitch letzte Woche ein Mario Galaxy Speedrun wieder gemacht. Das war der dritte richtige Versuch, glaube ich. Und wir haben nochmal eine richtig gute Zeit hinbekommen. Ich glaube, unter 3 Minuten 10, ich glaube 3 Minuten 9, 58, 3 Stunden, 9 Minuten und 58 Sekunden, also unter 3 Stunden 10. Da werde ich, denke ich, diese Woche weiter runnen. Ich habe sehr viel Spaß im Galaxy Run mittlerweile und es ist auch super viel Community-Interaktion möglich, weil das Spiel eben auch viele Zwischensequenzen und so weiter hat, wo man super mit dem Chat interagieren kann. Streamtechnisch letzte Woche hatten wir am Mittwoch wieder Hyrule Schlaganfall, also Hyrule Warriors noch den ersten Teil, und da wird diese Woche das Finale kommen. Also diesen Mittwoch kommt vermutlich das große Hyrule Warriors Story-Finale zumindest. Eventuell streame ich das ganze Game ja dann noch weiter. Es gibt ja da unendlich viel, was man da noch farmen und leveln und entdecken kann. Aber ich denke, storytechnisch werden wir quasi diesen Mittwoch zum Finale kommen. Da freue ich mich sehr drauf, weil die Story in Hyrule Schlaganfall wirklich gut ist. Also schaltet auf jeden Fall ein. Also wenn ihr vielleicht die anderen Streams nicht mitbekommen habt, allein fürs Finale lohnt es sich, weil dieses Spiel es irgendwie schafft, es einfach so epische Stimmung aufzubauen. Also wirklich, wirklich ein Tipp von mir. Auch wenn ihr vielleicht davor nichts mitbekommen habt, ich denke, in das Finale kann man auf jeden Fall mal einen Blick werfen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ansonsten hatten wir letzten Freitag noch einen großen Just-Chatting-Stream mit der lieben Alina, die aktuell hier auch neben mir sitzt und in ihren Projekten arbeitet, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch ein paar Browser-Game gezockt, wo man mit so einem Affen so ein paar Rätsel löst, aber eigentlich war es ein reiner Just-Chatting-Stream, der auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und am Sonntag hatten wir auch noch eine ganz, ganz große Reddit-Time, wo wir wirklich viel mehr Zeit im Reddit verbracht haben als ursprünglich geplant, und dann noch ein bisschen Mario Odyssey gespielt. Und ja, ich möchte es jede Woche erwähnen, auch wenn es sich mittlerweile repetitiv anhört. Euer Support ist unfassbar. Also es vergeht mittlerweile eigentlich kein Stream mehr, wo nicht irgendeine Spende kommt, die mich erst wieder komplett aus allen Wolken fallen lässt. Also es ist wirklich großes Dankeschön an der Stelle, dass ihr das hier aktuell so krass supportet und dass ich wirklich so, ja, fast schon sorgenfrei in meiner Selbstständigkeit hier YouTube machen kann. Das gibt mir jetzt so viele Möglichkeiten, mich halt kopftechnisch auf ganz andere Dinge zu fokussieren, weil man irgendwie, ja, das Gefühl hat, hey, alle meine Kosten am Ende des Monats sind gedeckt, ohne dass du irgendwie groß Angst haben musst, dass du, was weiß ich, ne, dass dein Finanzplan irgendwie nicht aufgeht. Mega, mega cool, weiß ich, unfassbar zu schätzen, möchte ich auch immer wieder erwähnen, weil ich nicht will, dass es irgendwie als Selbstverständlichkeit genommen wird. Dann videotechnisch auch super abwechslungsreich. Letzte Woche hatten wir wieder ein Browser-Game-Video. Wir hatten zweimal Kaiser Mario 64. Wir hatten eine grandiose Überflüssig-Folge. Wir hatten ein Meme-Video. Und eben die Channel-News noch. An einem Tag hatten wir Pause, aber das war, glaube ich, der Mittwoch, aber da hatten wir den Stream abends. Aber ich habe es auch schon im Stream gesagt, also mittlerweile habe ich ein Zufriedenheitslevel hier auf dem Kanal in Sachen Videos. Ich habe das Gefühl, dass ich, egal, sobald ich auf meinen Kanal gehe, dass ich in jedes Video nochmal reingucken will, weil ich mittlerweile in jedem Video so viel Liebe drin stecken habe und so viele Effekte und so viele Ideen und irgendwie so viel auch... So viel, ja, wir, einfach auch so viel Community-Stuff teilweise, es ist so, oh, ich liebe es. Es ist so, ich liebe es einfach wirklich. Also, man muss aber auch sagen, wenn ich jetzt auch immer einfach auf den Kanal von letzter Woche gucke, ich meine, klar, so Zahlen muss man, kann man einfach auch immer angucken, ohne dabei jetzt irgendwie total zahlengeil zu wirken, aber so gut wie jedes Video, außer die Channel News, geht einfach auf die 20.000 Aufrufe zu. So jedes einzelne. Und das ist halt schon, das ist eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. Also ich glaube,
so ein Level hatte ich auf dem Kanal noch nie, dass so gut wie jedes Video, was online geht, das Potenzial hat, auf die 20.000 Views zuzugehen. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Das ist wirklich krass. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr die Videos genauso aufnehmt, dass ihr den Aufwand hinter irgendwie, ja, so wertschätzen, dass ihr euch das auch so gefällt. Und es macht wirklich, 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 ja, sehr viel Spaß aktuell, mich auszuprobieren. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht ganz einfach. Also, weil ich jetzt halt nicht mal so mal eben kurz ein Video für den Hauptkanal aufnehmen kann, sondern ich weiß, okay, heute der Video für den Hauptkanal, jetzt heißt es erst wieder 3, 4, 5 Stunden mindestens konzentriert arbeiten. So in der Überflüssig-Folge habe ich wirklich so 7 Stunden, wirklich von 12 Uhr mittags bis 19 Uhr abends, wo dann die Folge online gegangen ist, 7 Stunden komplett durchgearbeitet. Ich glaube, ich habe noch nie so fokussiert und produktiv an einem Video gearbeitet. Ich habe mir ein 3-seitiges Skript für die Überflüssig-Folge geschrieben, was ich für Szenen brauche und so weiter. Das war richtig crazy, aber es ist halt dann auch einfach schön zu sehen, dass es so funktioniert und dann auch so gewertschätzt wird. Also da ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, das ist, denke ich, die letzte Woche gewesen. Privat gibt es eigentlich groß viel zu erzählen. Alina ist aktuell zu Besuch. Aber ansonsten, ja, ich sag mal, es passiert jetzt nicht so viel Nennenswertes. Keine Ahnung, dass irgendwelche crazy Deals im Hintergrund am Laufen sind. Heik und ich arbeiten sehr fokussiert an UI. Das geht bald in die heiße Phase. Wir haben eigentlich so gut wie alles fertig, was wir fertig haben wollen. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass die Klamotten geliefert werden. Also in großen Mengen. Ein kleines Shooting haben wir ja schon gemacht. Seht ihr auf Instagram ein paar Bilder, falls es euch interessiert. Und da warten wir jetzt nur darauf, dass die große Klamottenlieferung ankommt. Dann machen wir so schnell es geht ein Shooting für die Webseite und für Instagram und so weiter. Und dann planen wir eigentlich Anfang Dezember mit den Klamotten live zu gehen. Und auch hier kann ich sagen, jedes einzelne Piece, wir haben ja Hoodies, also quasi zweifarbig, also ein Hoodie in zwei Farben, ein Shirt in zwei Farben und dann nochmal eine Mütze. Und mit allen Pieces bin ich so zufrieden. Also das sind wirklich, das werden auch ganz unabhängig von anderen Klamotten, die ich besitze, somit die krassesten Klamotten sein. Also Shirt, vom Shirt bin ich hardcore überzeugt. Ich liebe das, das sieht so gut aus. Und vor allem der Schnitt, also wir haben halt diesmal so viel Aufwand in Stoffe und in Schnitt und so weiter gesteckt. Die sind einfach so, oh mein Gott, die sind so hochwertig. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so, dass man so als Laie, sage ich mal, was ja Heiko und ich irgendwo sind auf dem Gebiet, beziehungsweise wir werden langsam zu einigermaßen, zu Leuten, die sich einigermaßen auskennen, aber eigentlich würde ich uns noch als Laien bezeichnen, dass wir es hinkriegen, solche hochwertigen Klamotten zu produzieren, hätte ich wirklich nicht vermutet. Freue ich mich insane drauf. Das wird ganz, ganz großartig. Ich hoffe, ihr freut euch da auch drauf. Also es ist, wie gesagt, allein schon vom Schnitt und von den Stoffen her sind das so hochwertige Produkte dieses Mal. Uff, richtig gut. Ja, aber lasst uns doch drüber reden, was ich mir für die Channel News überlegt habe. Also das war jetzt so eigentlich so alles, was letzte Woche passiert ist, Kanal und privat technisch. Channel News. Letzte Woche gesagt, ist so ein bisschen mein Sorgenkind, weil ich hier in einem riesigen Zwiespalt bin. Auf der einen Seite das Format mit Abstand der größten Tradition hier auf diesem Kanal. Allein das Intro, ich kann mir nicht vorstellen, dieses Intro nicht auf meinem Kanal abzuspielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf der anderen Seite kann man es aber auch nicht leugnen, so mit Abstand das Format, was die wenigste Aufmerksamkeit bekommt. Hat mit Sicherheit ganz unterschiedliche Gründe. Ist nicht aktuell, nicht schnell geschnitten. Vielleicht interessieren sich auch einfach die Leute nicht so ganz, was in meinem Leben passiert. Ist vielleicht nicht so Videos, die so einen Ultra-Lachkick auslösen. Kann ganz, oder es ist einfach Mario Kart oder I don't know. Kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also das ist jetzt kein Vorwurf nach dem Motto, oh, die Leute wissen das nicht zu schätzen oder so. So ist ja in Ordnung. So Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Aber mein Ziel ist es trotzdem, dieses Format auf dem Kanal zu behalten, aber es dennoch so zu gestalten, dass es Leuten hoffentlich, oder dass es hoffentlich möglichst vielen Leuten gefällt, weil hier ja auch wirklich auch News vermittelt werden. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe auch einige Nachrichten von euch auf Instagram bekommen, per DM. Vielen Dank auch dafür, ihr habt wirklich großartige News mitgebracht. Und aus allem, was ich so jetzt geschickt bekommen habe und was ich noch mir so ein bisschen selber überlegt habe, habe ich jetzt eine Art kleinen Plan entwickelt. Der Formatname ist ja Channel News. Und wir hatten ja damals schon das Sportstudio, wo ich schon so eine Art Nachrichtensendung imitiert habe. Und jetzt könnt ihr euch schon so grob denken, worauf das rausläuft. Ich bin am Überlegen, ob ich quasi eine Art News, also in Form einer Nachrichtensendung hier raus mache. Und zwar nicht nur dann, ja, was ging bei mir auf dem Kanal ab und was ging in meinem Leben ab und so weiter, sondern das Ganze noch einen Schritt weiter denken. Zum Beispiel so eine Kategorie einführen, die Top 3 Reddit-Posts der Woche oder der Top Community-Beitrag der Woche, wenn irgendjemand ein super lustiges Video editiert hat. Oder, keine Ahnung, ich kann auch eine kleine FAQ-Runde einbauen, wo ich immer so die Frage der Woche einblende, wo ich dann auf irgendwas von euch reagiere oder
Community-Beiträge, wo ihr selber irgendwelche Videos schicken könnt, um in der Nachrichtensendung dabei zu sein und. Und vielleicht kann man irgendwie eine lustige Wetterparodie machen, whatever, ne? Also quasi die Channel News so ein bisschen wie eine Nachrichtensendung aufbauen. Der Kern soll immer noch sein, was auf dem Kanal abging und quasi was in meinem Leben so abgeht, dass ihr das mitbekommt, das ist ja das Wichtigste, aber das Ganze ist auch ein bisschen größer gedacht. Also so ein bisschen, was geht im Hübi-Universum ab? Was ging auf dem Kanal ab? Was ging im Leben ab? Was ging im Reddit ab? Oder vielleicht auch das Stream-Highlight der Woche, wenn auf Twitch zum Beispiel auch was Witziges passiert. So was ging im Streaming-Universum ab? Was ging auf Twitter ab? Gab es irgendeinen lustigen Tweet? So, ne? Dass die Channel News wirklich so ein bisschen größer gedacht sind und so ein bisschen als coole Sendung aufgezogen werden. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und da das jetzt noch kein fixes Format ist, gerne auch Ideen, was man da reinpacken könnte. Also wie gesagt, so immer vielleicht kann man ja auch immer so jede Folge zwei Community-Beiträge machen, wo Leute Videos schicken, so nach dem Motto, hey, willkommen in den Channel News, mein Name ist Fritz Ferdinand, ich bin großer Fan von den Channel News und ich habe eine Frage an dich, ne, zum Beispiel, oder vielleicht das Fanart der Woche, also, ne, schreibt mal Ideen, wie man so eine Sendung gestalten könnte, unten in die Kommentare und dann kriegen wir es, glaube ich, hin, dass die Channel News weiterhin auf dem Kanal bestehen bleiben, aber trotzdem noch irgendwie so einen Mehrwert bieten, dass man sie sich auch trotzdem gerne anguckt und sie nicht nur wie so ein lieblos daherlaufendes Format wirken, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten muss ich gucken. Ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche gleich ausprobiere, eventuell. Oder ich sammle noch ein bisschen Ideen und dann machen wir nächste Woche in den Channel News eine Diskussionsrunde. I don't know, muss ich mal gucken. Aber so denke ich, können wir die Zukunft der Channel News gestalten, dass wir die Tradition beibehalten, aber es trotzdem so frisch und neu verpacken, dass es auch quasi neue Zuschauer interessiert und dass es quasi genauso aufgenommen wird wie die anderen Videos. Gebt mir, wie gesagt, gerne mal Feedback dazu. Ansonsten will ich gar nicht mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Der Winter kommt, die Tage werden kürzer. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem so gut drauf, wie ihr es immer noch seid. Ich hoffe, wir sehen uns in den Videos und in den Streams. Auf dem Zweitkanal ist übrigens noch Star Fox Assault gestartet. Schaut euch dieses Projekt an. Ich liebe dieses Spiel. Eines meiner Lieblingsgames of all times und keine Sau kennt es. ja. Ich denke, mehr gibt's nicht zu sagen. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei den Channel News. Euer Hübi.